Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Danzi und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Wir wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben und wissen, ihr seid ja jetzt in voller Aufbruchstimmung auf das Jahr 2021, das ja in Kürze seinen Start nimmt. Und deswegen dachten wir uns, es wäre doch spannend, euch mal ein bisschen was darüber zu erzählen, wie wir das so handhaben seit einigen Jahren und euch vielleicht was an die Hand zu geben, gerade wenn ihr sagt, naja, jetzt in Zeiten von Lockdown, wie macht man denn eine ordentliche Silvesterrunde und vor allem, wie kreiert man etwas, was einen bleibenden Einfluss hat und was kreativ und proaktiv funktioniert. Ja, und darum wird es heute ein bisschen gehen. Gibt auch zwei Links zu etwas Besonderem, da geht es dann zum Schluss nochmal drüber. Aber wir fangen erstmal an mit den Zitaten und ich habe heute zweierlei. Nämlich zum einen Albert Einstein sagte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Genau, da muss man drüber nachdenken. Wenn alles beim Alten bleibt, wieso sollte sich dann auf einmal etwas ändern? Das andere Zitat ist von Warren W. Wirspe, ein Bibellehrer, der sagte, Zeit ist ein Stück Ewigkeit, die in kostbare Minuten geprägt und uns dargereicht wird, damit wir sie weise oder nachlässig nutzen. Diese beiden im Zusammenhang finde ich sehr spannend. Wenn wir Zeit als die Möglichkeit sehen, Dinge zu gestalten, zu verändern, damit wir andere Ergebnisse einfahren, als wir sie vielleicht heute haben. Weil die Ergebnisse, die ich heute einfahre, die habe ich selbst vorprogrammiert durch mein Verhalten die letzten Jahre. Das will ja auch nicht jeder hören, aber letztlich ist es zu einem ganz großen Prozentzahl zumindest so. Es gibt Ausnahmen, aber ganz oft bin ich das Kind meiner eigenen Entscheidungen und meine Umstände habe ich selbst mitgestaltet. Nun, Happy New Year ist der Titel für heute und wir haben ein Feuerwerk mitgebracht. Wir dürfen ja keins so machen wie sonst, aber wir haben gerade, dann machen wir so ein bisschen Feuerwerk im Hintergrund. Und eine Bibelstelle, die ganz, ganz wichtig ist für mein Leben schon seit vielen Jahren, ist Josua 1, Vers 9. Josua war der junge Mann, der junge 70-Jährige, der von seinem 120-jährigen Leiter gesegnet wurde und der dessen Stellung übernahm, nämlich die von Mose, der ein ganzes Volk von wahrscheinlich über 3 Millionen Leute zu führen hatte, mit Kriegen und allem, was dazugehört, bis sie in ihrem gelobten Land angekommen waren. Josua bekam Folgendes zugesprochen, und zwar mehr als einmal. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Und ich fand, das sind gute Worte, um in ein neues Jahr hineinzustarten. Vielleicht magst du diesen Vers sogar irgendwo hinschreiben, wo er dich immer wieder erinnert. Ja, das ist, wie Gott über nicht nur Josua denkt, sondern auch über dich. Weil Gott hat ja keine Lieblingskinder, sondern was er einem sagt, das sagt er spätestens seit dem neuen Bund, den wir in Jesus Christus haben, jedem, der ihm nachfolgt. Ja, als Josua diese Worte vernahm, hatte er etwas Großes zu übernehmen, einen großen Auftrag. Und ich dachte so, als ich das las, jetzt bei der Vorbereitung, dass wir auch was Großes anvertraut bekommen. Weil wir gehen auf ein neues Jahr zu. Gott gibt uns ein neues Jahr. Das macht er nicht mit jedem. Jeden Tag sterben, glaube ich, 400 oder 500 Leute in Deutschland standardmäßig. Das sind viele, die dieses Jahr nicht mehr erleben dürfen. Ich glaube, es waren 2.500. 2.500 pro Tag. Ich glaube, ja. Okay, also wie gesagt, es sterben jeden Tag Menschen, und zwar überall auf dem Planeten, die eben dieses neue Jahr nicht mehr erleben. Wir erleben es, wir bekommen es sozusagen anvertraut, ein ganzes Jahr, vielleicht auch für einige von uns nur ein Teil davon, aber wir sind mal positiv und sagen, wir bekommen das Jahr 2021 anvertraut. Was machen wir damit? Wie wäre es, wenn wir das Wort von Josua hier auch für uns übernehmen und sagen, okay, lasst uns kühn und mutig sein und unbeirrt und lasst uns das tun, weil der Herr ist mit uns bei allem, was er uns aufträgt, in diesem Jahr zu tun. Und wir wissen ja, wie biblischer Glaube funktioniert. Wir wissen, dass es an uns liegt, ob wir eine Zusage Gottes in Anspruch nehmen und damit auch in Wirksamkeit bringen oder nicht. Das ist, was einige durcheinander bringen. Die sagen, ja, ich glaube das ja auch, aber bei mir funktioniert es nicht. Ja, die Frage ist,
funktioniere ich im Glauben? Oder denke ich nur, naja, es ist wirklich irgendwie so für alle ja gleichzeitig da und das ist nicht ganz die Wahrheit, sondern Gott stellt allen alles bereit, aber was sich wer im Glauben nimmt, das ist eine ganz andere Frage. Viele Christen leben ganz anders. Knapp 2600 starben täglich letztes Jahr. Das ist viel. Mhm. Viel, okay. Fast 1 Million. Das ist 2-mal Heistenbach, jeden Tag, die sterben, ne? 2,5-mal Heistenbach. 2,5-mal Heistenbach. Mhm. Okay, lass uns zurück zum Positiven gehen. Vielleicht hast du jetzt gerade jemanden, ja, wahrscheinlich ist jemand, der hier so gut gerade sagt, ja, ich kenne auch jemanden, der dieses Jahr nicht mehr erleben wird. Und das ist immer traurig, und vor allem, wenn es jemand ist, der sehr nah in deinem Leben war, dann mein Beileid und sei nicht traurig, sondern sei auch wieder freudig. Weißt du, manchmal muss man Dinge betrauen und darf man sich immer wieder ausrichten auf das Leben, weil das andere kann ich nicht mehr verändern. Ich brauche Trauerprozesse, das ist wichtig, aber ich muss auch mich dann wieder dem Leben zuwenden und sagen, okay, es geht aber weiter, ich bin ja noch da. Und solange ich da bin, kann ich aktiv Dinge beeinflussen. So, was sagt er? Er sagt 3 Dinge, und die möchte ich euch ganz knackig und kurz nochmal wiederholen. Josua soll stark und mutig sein. Wie geht das? Muss ich dann aussehen wie Arnold in seiner besten Zeit oder Rocky, Rambo? Nein, stark und mutig sein ist eine Charakterhaltung, eine Einstellungsfrage. Ja. Niemand kann das für dich tun. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt mal für dich stark. Es hört sich zwar nett an, aber letztendlich heißt das nur, dann bist du noch schwächer, weil du gar nichts mehr bringst. Nein, du kannst dich entscheiden, stark und mutig zu sein. Das heißt noch nicht, dass du jetzt die großen Felsen bewegst, aber dass du die Richtung einschlägst, ich werde stark sein. Weil ich weiß ja, wer mit mir ist. Und wenn er mit mir ist, ist alles möglich. Okay? Das vergessen wir manchmal, wenn die Umstände so 3D-mäßig, 4D-mäßig auf uns einwirken, dass wir denken, oh Gott, wie kann man da jemals lebend rauskommen? Und Gott sagt, doch, dem Glaubenden ist alles möglich. Das Zweite, und das hat damit zu tun, was Josua gesagt bekommt, ist, sei unerschrocken und nicht verzagt. Das ist ein altes Deutsch. Das heißt, gib nicht auf. Lass dich nicht einschüchtern. Ja, lass dich nicht einschüchtern. Das ist eine gute Übersetzung. Mhm. Unerschrocken. Ich meine, alleine diese Pandemie hat so viele Menschen in Deutschland erschrocken, richtig erschrocken, bis ins Mark erschrocken. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Statistik geben kann darüber, wie viele Leute ihr Leben frühzeitig beenden müssen, weil durch diese Schockelemente in ihnen Dinge kaputt gegangen sind, innen drin, die keiner sieht, die aber dafür sorgen, dass das Leben nicht mehr so lange währt, wie es hätte sein können. Das machen nämlich solche Momente mit Menschen. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das macht Dinge kaputt. Genau wie Bitterkeit oder Groll unser Herz verhärtet und dadurch auch Energie raubt und letztendlich dafür sorgt, dass wir schlechter leben und früher sterben. Das braucht keiner. Deswegen sei unerschrocken. Auch das ist eine Haltung. Mhm. Wie kann ich unerschrocken sein, wenn überall alle voller Panik sind und voller Angst? Wie geht das, Pastorin? Indem ich mich mit dem auseinandersetze, fülle, zusammen bin, bei dem die vollkommene Liebe jede Furcht vertreibt. Jesus hat der Angst den Stecker gezogen, sozusagen. Und wenn ich mit ihm zusammen bin, dann kann ich furchtlos sein. Und selbst wenn ich an Corona sterben würde, Worst-Case-Szenario, weiß ich, wo ich danach bin, nämlich genau dort bei ihm. Ganz genau. Und ich glaube nicht, dass ich das erleben werde. Bin auch zuversichtlich, dass ich das nicht mal kriegen werde. Und wenn doch, ist es auch, also es ist alles kein, es ist nichts, was mich aufhalten kann. Wenn Gott mit mir ist, wenn ich mich an Gott halte. Und was mich mal sehr nachdenklich gestimmt hat, ist, ich weiß nicht, aus welchem Buch ich das habe, wo ich das gelesen habe, da wurden Menschen interviewt, die sehr alt geworden sind im Rückblick auf ihr Leben. Und sie wurden gefragt, was sie bereuen. Und eine der häufigsten Aussagen war, ich bereue, dass ich nicht mehr Risiken eingegangen bin und die meisten meiner Ängste, meiner gefühlten Horror-Zukunftsszenarien, die ich in mancher Situation oder bei mancher Entscheidung hatte, die sind niemals eingetroffen. Und das kann man natürlich nur retrospektiv sagen, wenn es rum ist, aber wenn wir, so wie du das immer so schön sagst, vom Ende her denken, dann können wir voller Zuversicht auf die Zeit jetzt schauen, noch während wir in ihr stecken. Ich erinnere mich gerade an eine Frau, die mir schrieb, die arbeitet im Krankenhaus. Und sie hat sich mit Corona infiziert.
Und sie hat vieles gesehen auch, wie was dort passiert, gerade wenn die Lunge befallen wird. Das ist so die größte Panik, die viele Leute dann haben. Und bei ihr geschah genau das. Ihre Lunge war betroffen. Und zwar wohl relativ stark. Und sie sagte dann, sie hat dann angefangen, zu ihrer Lunge zu reden, zu sprechen, in Jesu Namen. Sie hat der Lunge befohlen, dass das wieder zurückgeht und hat ihre Heilung von Gott erbeten. Und sie sagt, am nächsten Tag war die Lunge völlig frei. Und das Fieber, was sie auch hatte, war am nächsten Tag völlig weg. Das heißt, sie hat innerhalb von einem Tag letztendlich ihre Heilung bekommen, weil sie dem Wort Gottes Raum gegeben hat und weil sie wusste, was das Wort Gottes über ihre Situation sagt. Mhm. Und dem mehr geglaubt hat, als dem, was die Ärzte oder irgendeine Diagnose oder irgendeine Statistik zu sagen hat. Nicht, dass die sich irren oder falsch liegen mit all dem, nein, aber wir haben eine Wahrheit, die über den Tatsachen steht. Die Wahrheit aus dem Wort Gottes kann die Tatsachen in dieser natürlichen Welt verändern. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir uns darin auch bewegen und darin aufhalten. So, Unerschrockenheit ist wichtig. Wenn ich erschrocken bin, gebe ich auf. Dann leiste ich keinen Widerstand mehr. Mhm. Dann passe ich mich den Umständen an. Das ist immer, was passiert, wenn ich mich erschrecke und da drin bleibe. Dann höre ich auf, aktiven Widerstand zu leisten gegen die Umstände. In dem Fall war es Corona. Und drittens, wenn ich also stark und mutig bin, unerschrocken und nicht verzagt bleibe, dann soll ich mit Gott rechnen, also mit seiner rettenden, mit seiner für mich kämpfenden, mit seiner inspirierenden und mich wachsen lassenden Gegenwart soll ich rechnen. Mhm. Ich soll damit rechnen, dass er dann da ist. Er ist nicht immer in dieser Form für mich da. Wenn ich lebe, wie ich will, dann werde ich vieles von ihm verpassen, weil er sich dann zurückzieht. Aber er möchte so gerne in meinem Alltag sein. Er möchte so gerne all das sein, was ich ihm gesagt habe. Retter, Heiler, Befreier, Versorger und so weiter, Mutiger. Aber das hat was mit mir zu tun. Wie ist meine Haltung? Glaube ich dem Wort Gottes oder glaube ich den Umständen? Wem folge ich nach? Welcher Meinung? Welche Meinung findest du in meinem Mund? Welche Worte hörst du bei mir? Dann weißt du, wo ich drauf bin. Dann weißt du, in welche Richtung ich gehe. Und ist es die Richtung, wenn du dir selbst zuhörst, wo du hin willst? Wenn ich ändere sie, mach das neue Jahr zu dem Jahr deines richtigen Redens. Das ist die größte und mächtigste Waffe, die wir haben, sind unsere eigenen Worte. Wir reden oft so viel Dinge, die wir nicht wirklich so meinen und wundern uns, dass uns dann Ähnliches geschieht und passiert und fragen uns ja, wie kann das denn sein? Dabei könntest du selbst wissen, warum. Du hast die Türen aufgemacht. Mach die falschen Türen zu und die richtigen Türen auf. Sprich über das, was du haben willst und was du nach dem Wort Gottes auch hast. Darum geh ins Wort, wie ihr es eben gesagt habt. Beschäftige dich mit der Bibel jeden einzelnen Tag. Du kannst mal vergessen zu essen den Tag, passiert nicht viel. Aber du solltest nicht vergessen, im Wort Gottes zu suchen und zu graben und zu lesen und für dich Dinge rauszunehmen und zu sprechen, die wichtig sind. Ja, das waren meine drei Punkte. Und jetzt wollen wir noch kurz darüber reden, wie Silvester bei uns abläuft. Weil wir haben einen Plan, so einen A4-Plan, den haben wir auch so gestaltet, dass ihn tatsächlich auch jemand anderes für sich adaptieren kann, wenn er möchte. Und diesen Plan haben wir online für dich zum Download bereitgestellt. Deswegen in den Shownotes, also in den Anhänger, wie sagt man, in dem Text unterhalb von dem. Genau. Da ist, glaube ich, so ein kleiner Pfeil, da muss man draufklicken, dann fällt er sozusagen runter. Man kann dann den ganzen Text lesen, da kannst du dir die Links herausholen, kannst du dort hingehen, kannst du die Datei runterladen, kostet nichts. Und kannst, wenn du willst, damit was machen. Also unser Silvester läuft in der Regel so ab, dass wir eine Spielezeit starten, so gegen 2:30 fängt unser Silvester an als Familie. Was weiß ich, Risiko, Monopoly, was auch immer ihr gerne spielt als Familie. Oder auch was mit einer Spielekonsole, geht ja alles. Und dann machen wir so ein Stündchen Spaziergang zusammen, so von 5:30 bis 5:30. Dann bereiten wir das Abendessen vor. Bei uns heißt es dann Tischdecken, Raclette raus, Fondue raus. So diese Dinge nehmen wir da gerne am Silvesterabend, weil man dann essen und reden kann. Und das dauert ein bisschen länger, bis man sich satt isst. Mag ja nicht jeder, aber dafür ist es richtig gut geeignet. Man schnippelt vorher, muss dann nicht so viel noch in der Küche stehen nachher, sondern macht es zusammen und kann dann zusammen das Essen genießen. Und nach dem Essen gibt es dann einen spannenden Spielfilm. Dafür kann man ja etwas Spannendes auswählen, was jeder auch gerne mag. Vielleicht irgendwas Neues. Na, DVD bestellen könnt ihr jetzt nicht mehr, dafür ist es zu spät, aber ich denke, ihr habt bestimmt irgendwas zu Hause, was ihr gerne seht. Oder ihr schaut das im Internet oder im Fernsehen. Gibt ja Leute, die gucken noch normales Fernsehen, dann laufen ja auch immer ein paar tolle Sachen. Aber dann kommt das Wichtigste für uns, und das fängt bei uns 9:30 an, nach dem Film, nach Essen, Film, Spaziergang, Spielen und so. Dann nehmen wir uns eine Zeit von 2 Stunden und gehen einen 3-seitigen Zettel durch.
Ja, jetzt hört sich's wirklich formal an. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe so einen Zettel mitgebracht. Das sieht so aus, ein geheftetes Teil. Ich habe es für jedes Familienmitglied immer einmal kopiert und geheftet. Und das Ding, das hat dann, ich glaube, es sind neun Fragen, neun Dinge, die bearbeitet werden. Die möchte ich euch kurz erzählen. Und auch dieses Dokument ist zum Download als PDF-Datei verfügbar. Wir fangen immer an damit, dass wir einen Dankesbrief schreiben. Eine ganze Seite, ein Dankesbrief. Wenn es nicht reicht, schreiben wir auf der Rückseite weiter. An Jesus. Wir bedanken uns für das Jahr, was gerade ausklingt. Weil Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Wert. Und da fallen uns tausend Sachen ein. Und wir schreiben das nicht nur auf, sondern wir lesen uns das auch anschließend alles vor. Das inspiriert uns dann nochmal. Wir merken, wow, das war alles dieses Jahr, stimmt. Die Neuanschaffung konnten wir machen. Durch die Krankheit sind wir durch. Die Person wurde vielleicht wieder gesund. Den konnten wir besuchen. Was auch immer, was dir einfällt, wo du dankbar bist für dieses Jahr. Das schreibst du in diesem Brief direkt an Jesus. Und wirst merken, dein eigenes Herz wird dabei selbst erquickt und dir geht's gut. Dann kannst du die fünf größten Wünsche und Gebetsanliegen aufschreiben, die du für das kommende Jahr hast. 5 Stück. Und dann drittens, für folgende Menschen möchte ich im kommenden Jahr bewusst beten. Und da kannst du dir auch, hier sind 5 Möglichkeiten, 5 Personen aufschreiben mit einem Gebetsanliegen, jeweils kurz stichwortartig, wofür möchtest du beten. Das ist so eine Selbstverpflichtung. Wir wissen, auch das hat mit unserem Leben zu tun, dass wir unsere Umgebung segnen sollen. So, frag Gott, das kann man gut auch vorher schon machen, wer sind diese Menschen? Gibt es da einen oder zwei oder drei oder 5? Schreib sie auf. Das vierte ist dann meine 5 wichtigsten Ziele für das nächste Jahr. Und das ist jetzt der Unterschied zum Wunsch. Der Wunsch ist nett und Gebetsanliegen, ich wünsche mir was, ich wünsche mir 1 Million Euro, das ist ja okay. Aber Ziel heißt, es ist etwas, was konkret ist. Das ist realistisch, es ist gewollt, es ist messbar, es ist planbar, es ist also in Zahlen ausdrückbar und es ist in der Vergangenheit formuliert. Das steht also auch nochmal mit dabei. Und dann schreibe ich diese Ziele auf. Was für Ziele habe ich für nächstes Jahr? Für uns war jetzt für dieses Jahr das Ziel, dass wir ein Buch fertig schreiben und das zur Veröffentlichung bringen. Und das war eines der Ziele, wo wir sagen werden, ja, es hat geklappt. Das Buch ist fertig und kommt im Januar auch gedruckt auf den Markt. Du musst aber kein Buch schreiben, vielleicht möchtest du einfach was Neues lernen oder Quality Times einüben mit Leuten, wo du es bisher noch nicht machst, mehr Zeit mit den Kindern verbringen, was auch immer, viele Möglichkeiten oder beruflich aufsteigen. Fünftens, folgende Dinge möchte ich in 2021 in meinem Leben und Verhalten bewusst mit Gottes Hilfe verändern. Wenn dir nichts dazu einfällt, frag deinen Partner. Oder einen guten Freund, der ehrlich zu dir ist. Oder deine Kinder. Oder deine Eltern. Glaub mir, die haben Ideen. Du sollst dich jetzt nicht fremd bestimmen lassen, aber manchmal ist es gut, tatsächlich. Man holt sich ein Feedback und bekommt einen Spiegel mal vorgehalten, weil nicht alles sieht man selbst. Aber wenn man das selbst sieht, dann merkt man, ups, da sollte ich wirklich mal ran. Ja, und da so Entscheidungen zu treffen, charakterlich zu arbeiten, darum geht es hierbei, die kannst du hier notieren. Sechstens, folgende Gewohnheiten möchte ich einüben oder verlernen. Wo sind gute Gewohnheiten? Vielleicht liest du noch nicht jeden Tag in der Bibel und sagst, das wäre ein Ziel. Jeden Tag ein Kapitel zu lesen, ja. Oder du betest noch nicht regelmäßig, kannst du dir formulieren. Oder du möchtest, du isst nicht regelmäßig Obst. Für mich war mal ein Ziel, jeden Tag einen Apfel zu essen. Das ist ein gutes Ziel für Männer, die vielleicht mit Obst keinen Vertrag haben. Obst ist gut, tut dir gut. Oder 3-mal die Woche laufen zu gehen. Irgendeine Gewohnheit einzuüben, die gut ist. Oder eine zu verlernen. Was weiß ich, Alkohol zu trinken zum Beispiel. Vielleicht sagst du, hey, Alkohol ist nichts Positives, im Gegenteil, es zerstört mich. Okay, ich höre auf, Alkohol zu trinken. Mein Feierabendbier wird gestrichen. Wäre eine Möglichkeit. Siebtens, meine Bibellese möchte ich im kommenden Jahr so gestalten. Das ist ein eigener Punkt, da kannst du dir aufschreiben, nach welchem Schema möchtest du gerne im nächsten Jahr die Bibel lesen. Vielleicht machst du das, was Iris gerade macht, 5 Kapitel am Tag, so also einmal im Jahr durch die Bibel. Oder ich habe mal einen 10er-Club gemacht, da waren es 10 Kapitel pro Tag. Oder du machst ein Kapitel pro Tag. Oder du hast irgendeinen Kommentar, den du parallel liest. Oder du hast irgendeine Studienbibel, die du liest. Whatever, ja. Etwas, was für dich funktioniert. Und Abwechslung ist hier für manche Grins hilfreich, um da drin zu bleiben. Schließlich achtens, folgenden Herausforderungen werde ich mich stellen. Das lasse ich mal ganz offen. Und neuntens, meine Leitbibelstelle für das nächste Jahr ist. Wir haben bei uns so eine Box mit ganz vielen Bibelstellen drin und da ziehen wir jedes Jahr, jeder von uns, eine raus, so ein Losverfahren.
Und sagen, okay, das nehme ich jetzt mal so als ein Reden Gottes, einfach für das kommende Jahr, und das stelle ich mal drüber. Und das ist ganz viel, oft, was auch zutrifft, ist aber nicht der einzige Weg. Du kannst dir natürlich auch eine Bibelstelle aussuchen. Oder du kannst auch als Familienoberhaupt, als Mutti oder Papi, gerne eine Bibelstelle jedem anvertrauen, sagen, das habe ich für dich so im Gebet von Gott erfragt. Ich habe den Eindruck, das möchte Gott dir zusprechen. Wie auch immer du das machst, da gibt es viele Wege. Aber das wären unsere neuen Wege, wie wir rückschauen, Ausblick, so nennen wir diese Sammlung, wie wir das verbringen. So, und wenn das passiert ist, dann haben wir 23.30 Uhr und dann setzt sich Iris oder Grace ans Klavier und dann fangen wir an, Gott anzubeten, Lobpreis. Also wir lesen das vorher alles vor, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wenn das fertig ist, wir lesen uns das alles kurz vor und schauen auch nochmal über das letzte Jahr. Wenn du das zweite Jahr nämlich machst, dann kannst du dann das Vorjahr schon mal Revue passieren lassen. Was war mit deinen Zielen, mit den Wünschen, mit den Entscheidungen, wie sind die eingetroffen? Das ist sehr, sehr beeindruckend dann auch zu sehen, wow, es hat wirklich geklappt oder nee, hier muss ich nachlegen. Alles gut, Hauptsache die Richtung stimmt. Okay, und nach dem allen Gebet- und Lobpreiszeit mit denen, die bei euch sind, im Lockdown vielleicht ein paar weniger, aber wenn es nur der Ehepartner ist und ihr seid zu zweit, ist doch wunderbar. Oder ihr verbindet euch über Teams und Co. und ladet noch jemand mit ein, der vielleicht nicht da sein darf gerade, aber gerne da wäre. Alles ist möglich. So, du kannst natürlich auch einfach eine Lobpreis-CD einlegen, wenn du kein musikalischer Mensch bist oder niemand in der Familie hast. Das geht natürlich genauso. Nur finde irgendeinen Weg, wie du betend und singend am besten mit ins neue Jahr rübergehst. Das ist wichtiger, als dass du das erste Feuerwerk-Flämmchen schon siehst, wenn es denn überhaupt was gibt dieses Jahr, wahrscheinlich eher wenig. Oder dass du Punkt 12 Uhr jeden um den Hals fällst und das frohe neue Jahr wünschst. Das Wichtige ist, wir gehen mit Gott ins neue Jahr. Wir sagen, Gott, du bist die Nummer 1. Dich möchte ich genau in dem Moment umarmen, wenn das neue Jahr startet. Das ist so die Motivation dahinter. Und danach natürlich auch alle anderen. Und dann ruft man Mami und Papi an und alles ganz klar. Aber so geht es bei uns los. Normal machen wir danach Feuerwerk. Dieses Jahr, wir haben noch ein paar Sachen vom letzten Jahr. Vielleicht zündeln wir da ein bisschen im Hof, aber mehr passiert da nicht. Und dann rufen wir natürlich Eltern und Schwiegereltern an und wünschen eben auch hier ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Und danach haben wir immer noch Gemeinschaft, hängen miteinander ab, knabbern Chips und Flips und schauen uns einen coolen Film an, bis dann die letzten Augen zufallen und wir dann unsere Betten aufsuchen. Das ist unser Start ins neue Jahr. Und vielleicht sagst du, oh, das ist mal eine andere Idee, wir haben es vielleicht bisher so und so gemacht. Aber wir sind auch sehr interessiert zu hören, was für Ideen habt ihr so. Und wir haben inzwischen gemerkt, wir haben in unserer Community einige sehr kreative Persönlichkeiten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr einfach in die Kommentare reinschreibt, wie ihr das so macht im neuen Jahr. Habt ihr auch irgendeinen Plan, irgendein System? Lasst uns das austauschen. Wir können alle voneinander lernen. Da sind immer gute Dinge mit dabei gewesen. Ja, das wären erstmal die Tipps für euch. Wie gesagt, diese beiden Formulare stehen online auf unserer privaten Webpage. Wir haben ja einen Internetshop auch als Verlag. Wenn du trümper.org, das ist, glaube ich, die Adresse, ja. Oder www.myqt.de geht auch. Aber ich verlinke das in den Kommentaren, dort findet ihr die Links zu diesen beiden Dokumenten. Ladet sie euch runter und macht damit, was ihr gerne möchtet. Ja, und du solltest auf gar keinen Fall ohne Jesus in das neue Jahr starten. Mhm. Und wenn du noch gar keinen Kontaktpunkt so zu Gott hast, wenn Gott für dich ein Fremder ist, Kirche, das ist alles, hat nichts mit dir zu tun, dann lade ich dich von ganzem Herzen ein, dass du Gott die Hand reichst, dass du sagst, hey, ich will dich kennenlernen, ich möchte dich in mein Leben ganz bewusst einladen, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte, dass du die wichtigste Person in meinem Leben wirst. Dann sprich doch folgendes Gebet mir nach und ja, schaff deinen ersten bewussten Kontaktpunkt mit Gott. Herr Jesus, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist. Dass du hier bist. Und bereit bist. Und bereit bist. Mich in dein Reich aufzunehmen. Mich in dein Reich aufzunehmen. Ich erkenne an. Ich erkenne an. Dass du von Gott gesandt wurdest. Dass du von Gott gesandt wurdest. Um mich zu versöhnen. Um mich zu versöhnen. Mit Gott dem Vater. Mit Gott dem Vater. So bitte ich dich heute. So bitte ich dich heute. Vergib mir meine Lebensschuld. Vergib mir meine Lebensschuld. Vergib mir mein Versagen. Vergib mir mein Versagen. Meine Fehler. Meine Fehler. Hilf mir, ein neues Leben mit dir zu beginnen. Hilf mir, ein neues Leben mit dir zu verbringen. Ich brauche dich.
Ich brauche dich. Und ich will dich. Ich will dich. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von heute an. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Und dann in Ewigkeit. Amen. 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 Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn du das entschieden hast heute. Und ja, geh weiter, lies in Gottes Buch der Bibel, entdecke immer mehr über ihn, hör dir Predigten an und sprich mit ihm wie mit einem guten Freund. Er hört dir immer zu. Genau. Und wir wären dankbar, wenn du uns jetzt ein bisschen Liebe da lässt, einen Daumen hoch gibst für dieses danke. Video und es teilst mit Leuten, wo du denkst, die könnten jetzt gerade auch einen guten Impuls gebrauchen. Und wenn du schnell bist, kriegen sie es vielleicht ja noch vor diesem Silvester mit. Sonst wird es ja auch nicht schlecht vor nächstem Jahr. Genau. Ja. Die Adventsfeier ist immer noch online. Ihr könnt sie euch also anschauen. Das Zeug wird auch nicht schlecht, wenn Weihnachten vorbei ist, haben wir rausgefunden, sondern es ist tatsächlich sehr beliebt und sehr begehrt und viele Leute gucken es noch. Und wir gehen nun in den Urlaub. Das ist so unser Abschiedsgeschenk so an euch. Und wir ziehen uns jetzt für ein paar Wöchchen zurück und sind wieder so Mitte, Ende Januar zurück. Und unser nächster Pop wird am 27. Januar voraussichtlich sein, wenn alles so ist wie geplant. Dann sehen wir uns also wieder hier. Das heißt, ihr habt jetzt ein paar Wochen Zeit, all die anderen Pops nachzuholen, die ihr noch verpasst habt. Vielleicht kommen noch ein paar Interviews zwischendrin. Das könnte passieren, okay. Die noch nicht veröffentlicht sind mit einigen unserer Gastsprecher. Lasst euch überraschen, genau. Vielleicht machen wir auch noch irgendwas Verrücktes für ihn durch. Keine Ahnung. Aber geplant ist es, so wie ich es gerade gesagt habe. Die Gottesdienste gehen natürlich ungebrochen weiter. Mhm. Und seid dabei, online oder auch live durch Anmeldung. Ja. Ja, dann würde ich jetzt gerne noch ein Gebet sprechen für euch. Sehr gut. Herr, ich danke dir für jeden, der hier zuschaut. Mhm. Und ich bete für Kühnheit, für Mut und dass hier Unverzagtheit da ist. Dass hier keine, wie hast du es genannt, Einschüchterung vorherrscht, sondern dass hier Kühnheit ist. Und dass hier die Erwartung da ist, dass wenn ich Gott nachfolge, wenn ich Jesus nachfolge, dass er mit mir ist in allen Bereichen meines Lebens und dass er mir Kraft gibt, und Sieg gibt und offene Türen schenkt in allen Bereichen. Ich bete, dass dieser Jahreswechsel ein großer Segen wird, dass er nicht so konzentriert ist auf Alkohol oder irgendwelche Filme, sondern dass er konzentriert ist auf Dankbarkeit und auf Erwartung, auf ein gutes neues Jahr, auf ein Jahr, in dem wir Corona hinter uns lassen werden. Ein Jahr, das voll ist mit Gelegenheiten, mit Chancen und mit wundervollen Dingen, mit Beziehungen, die es wert sind. Ich danke dir, dass das geschieht. Hat es, dass du uns auch aufzeigst, wo wir an unseren Schwächen arbeiten dürfen, gerade an Charakterschwächen. Und wo wir uns ausrichten können nach neuen, größeren Dingen, die du vorbereitet hast, damit wir darin wandeln können. Mhm. Ehre sei dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für Frieden und für Freude und für gute Entscheidungen für 2021 in Jesu Namen. Mhm. Amen. Amen, Amen. Das war ein gutes Gebet. Ja, verbind dich gerne mit uns, falls noch nicht geschehen. Abonnier den Newsletter des CCLM. Ja. Auf unserer Website kannst du das tun, www.cclm.de. Da findest du noch ganz viele Informationen rund um unsere Kirche, kannst viele Medien nutzen und unsere Angebote einsehen. Abonnier den YouTube-Kanal unbedingt, falls es noch nicht passiert. Drück die Glocke, dann bist du immer up to date, was die Videos betrifft. Mit dem Newsletter erfährst du dann die kompletten Neuigkeiten noch über die Videos hinaus. Mhm. Und sei gerne sonntags online dabei im Gottesdienst oder auch vor Ort mit dem entsprechenden Anmeldeprozedere. Das findest du auch alles über unsere Website raus, wie das geht. Ganz einfach. Genau. Und die Buchvorbestellung, ich erinnere das letzte Mal daran, wer das bis zum 12. Januar gemacht hat, unser neues Buch Quality Time in der Ehe, die Zeit zu zweit genießen. Wenn du das Buch bei uns im Shop bestellst, beziehungsweise mir eine E-Mail schreibst, bekommst du gratis als Vorbesteller ein Hörbuch im Wert von 19,99 dazu geschenkt. Das ist das Angebot, das können wir machen. Die Bücher dürfen wir nicht billiger machen, aber das schenken wir persönlich euch einfach mit dazu und freuen uns, wenn ihr dann doppelt gesegnet seid in euren Beziehungen. Ja, das war's. Wir wünschen euch einen wundervollen Start ins neue Jahr und erinnern euch daran, egal was gerade so passiert in eurem Leben, verliert die eine Sache bitte nie aus dem Blick. Gottes Schuld an allem Guten in deinem Leben. Wir lieben euch und freuen uns auf ein Wiedersehen Ende Januar auf diesem Kanal. Bye. Schönes Silvester, gesegnetes neues Jahr. Ja. Macht's gut. Seid gesegnet. Bye, bye.